Genau, lass uns beten. Danke, Vater, Herr, für den wunderbaren Tag. Danke, Papa, dass wir starten dürfen mit dir. Jesu, und ich bete, Herr, dass dein Wort tatsächlich so in unser Herz heute kommen möchte, Herr, dass es das bewirken möchte in unserem Herzen, Herr, was du geplant hast, Herr. Und wir danken dir, Heiliger Geist, dass du jetzt zu uns sprechen kannst, Herr, dass du durchkommen kannst, Herr, durch all das, was wir gerade so erleben, was wir gerade so empfinden und fühlen, Herr. Danke, Papa, Herr, dass du fähig bist, uns heute Morgen zu erfrischen und zu stärken. Halleluja. Amen. Ein Wort, was in den Medien wahrscheinlich so viel verwendet wird wie kaum ein anderes Wort, ist A, kritisiert B. Also du hast so viel Kritik. Der eine kritisiert das, der andere kritisiert das, weil wir alle unsere Meinung haben, alle haben unsere Vorstellung, unsere Prägung, wie Sachen denn laufen sollten. Und spätestens dann, wenn du nur auch nur ein bisschen Verantwortung übernimmst, dann hast du Ja gesagt zu, Menschen dürfen dich kritisieren. Da sehen wir in den Medien super schön ein Beispiel von Fußball. Wenn du Trainer bist, dann kritisieren sie dich, ob du gewinnst oder verlierst, völlig egal. Sie kritisieren dich. Du hättest das viel mehr machen sollen. Und der Spieler hätte dann kommen sollen. Und warum den? Und wieso so? Und die Aufstellung so? Das ist eigentlich voller Quatsch. Wenn du verlierst, wird das alles noch viel, viel schlimmer. Noch schlimmer wird das, wenn du ein Schiedsrichter bist. Dann kannst du eigentlich alles nur noch falsch machen. Und so ist das. In vielen, vielen Bereichen unseres Lebens, wenn wir Verantwortung übernehmen, dann werden wir kritisiert. Also wenn du lernen willst, mit Kritik gut umzugehen, übernimm Verantwortung. Wer denn Leiter? Dann wirst du garantiert kritisiert werden. Wenn du nur Mitarbeiter bleibst, dann kann vieles von Kritik eigentlich an dir vorbeigehen, weil es betrifft dich ja nicht. Aber sobald du zuständig bist für etwas, dann pass auf. Ich habe in den letzten Tagen viel Johannes 5 bis 10 gehört. Und da hat mich so enorm angesprochen, wie krass Jesus in seiner Berufung blieb, obwohl er sehr, sehr viel angegriffen und kritisiert wurde. Und du darfst mit mir aufschlagen, Johannes 5, die Verse 43 und 44, die ein bisschen davon beschreiben, wie Menschen gegen Jesus waren und wie Jesus aber in einer, in einer Identität und Perspektive blieb, die uns auch sehr viel lehrt. Da lese ich Johannes 5, Verse 43 und 44. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott nicht sucht? Ich nehme noch Vers 41 dazu. Ich nehme nicht Ehre von Menschen. Ich nehme nicht Ehre von Menschen. Und das ist eins der Geheimnisse. Wie schnell ist es, dass wir uns verletzt fühlen? Wenn Menschen irgendein Wort sagen, wo eine Unterstellung drin ist. Die sagen das nicht direkt, aber die geben mir das Gefühl, als wenn ich etwas wollen würde, was eigentlich in meinem Kopf her ganz klar als falsch ist. Und wo ich mir vielleicht denke, ich will pünktlich sein, aber Menschen unterstellen mir immer, dass ich immer auf die letzte Minute komme. Und das nervt mich. Manchmal Kleinigkeiten können mich so provozieren. Wenn ich etwas mit jemandem etwas sehr gut meine, dann unterstellt mir jemand, dass ich eigentlich nur meine eigenen Vorteile suchen würde. Und wie schnell es ist, dass Worte mich verletzen, dass da Ablehnung in mein Herz kommt, dass ich mich beklage, weil Menschen mich nicht verstehen, mich nicht unterstützen, undankbar sind. Und das ist in Familie so, in Gemeinde so, auf der Arbeit so. Ganz besonders aber im Dienst für Gott. Wo Menschen nicht wertschätzen, was du tust, wo du dir denkst, ich gebe doch noch mehr als der, mehr als andere. Und jetzt kann er nicht mal wertschätzen, kann er mich nicht mal respektieren, sondern vielmehr, er kritisiert noch, wie ich das mache und nicht so mache. Und manchmal kleine Worte können mir so viel Saft aus meinem Herzen rauben. Und wenn ich in Jesus sein Leben gucke, dann härte er eine ganz, ganz andere Dimension an Herausforderungen. Wir sehen, dass seine eigene Familie, seine Brüder nicht an ihn glauben. Die sind da schon ein bisschen mit dabei, weil da passiert einiges gerade. Also sind sie auch mit dabei. Aber Johannes 7 sagt, sie glauben nicht an ihn. Und Jesus bleibt in Kapitel 7 alleine erstmal zurück. Und wie viele Gedanken muss er von seiner Seele oder vom Feind gehabt haben? Ja, auch deine Brüder glauben nicht an dich. Was ist das eigentlich mit dir? Lass es doch. Wie viele Gedanken, wie viele schwere Gedanken kommen oft in unser Herz, wenn wir alleine sind und wenn wir uns nicht akzeptiert oder unterstützt fühlen von unseren Brüdern, von unseren Geschwistern. Wie schnell geht das?
Und bei Jesus war das noch in einer ganz anderen Dimension. Ihm wurde permanent widersprochen, er wurde permanent kritisiert, permanent entehrt. Aber irgendwie sehen wir gar nicht, dass er durchs Leben geht und eine Identität von jemandem hat, der keine Ehre mehr hat. Sondern Jesus hatte diese Perspektive immer noch auf Gott. Er wurde beschimpft in Johannes 10, wo wir auch gestern was davon gehört haben, sagt es ganz klar, er hat einen Dämon, er ist doch wahnsinnig, was hört ihm zu? Jesus wurde permanent direkt beleidigt. Als wenn er verrückt wäre, besessen wäre, als wenn er es schlecht meinen würde. Er verführt das Volk, sagten viele. Und manchmal, glaube ich, haben wir so eine romantische Brille, dass wir denken, Jesus ging so mit seinen Gewändern so durch das ganze Land, mit seinen Freunden im Gepäck. Und dann heilte er Menschen, vermehrte das Brot. Und es war eigentlich alles ganz nett. Dann stillte er den Sturm. Und es war doch eigentlich alles ganz schön. Und wir vergessen, was für eine feindselige Atmosphäre bei seinen Zuhörern so oft waren, dass sie allein bis Johannes 10 versuchten, sie ihn 5-mal direkt zu töten, als er sprach. Und ich bin beleidigt, weil jemand ein falsches Wort gesagt hat. Und dabei habe ich doch den gleichen Geist in mir leben. Und das verblüfft mich so, mit was für einer mentalen, geistigen, emotionalen Stärke Jesus gelebt hat. Also wie funktioniert dieser unerschütterliche Glaube? Was Jesus für eine Konfrontation hatte, habe ich nicht in einem halben Prozent. Und knick, aber beim halben Prozent manchmal schon ein. Also was, wie kann ich lernen, dass ich diesen unerschütterlichen Glauben habe? Und wir haben gerade eben gelesen, in Vers 43 hat Jesus gesagt, ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Das heißt, Jesus weiß, dass die Menschen gar nicht wissen, wer er ist. Sie kennen seine Berufung nicht. Und er erwartet es auch nicht. Er erwartet nicht, dass Menschen ihn annehmen werden, beziehungsweise wissen, wer er ist. Er hängt am Kreuz und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Menschen sind blind für das, was du bist. Also erwarte nicht, hab nicht eine unrealistische Erwartung, dass Menschen erkennen würden, wer du bist. Deine Berufung, dein Wert. Hab keine unrealistische Erwartung an Menschen und mach dich davon nicht abhängig. Jesus zeigt uns hier, wie er Ehre von Menschen nicht genommen hat. Wie er wusste, dass die Menschen ihn ablehnen werden, weil sie nicht wissen, wer er ist. Menschen wissen nicht, wer du bist. Das Problem ist aber nicht, ob die Menschen wissen, wer du bist. Das Problem ist, weißt du, wer du bist? Das heißt, wenn Menschen nicht wissen, was dein Wert ist, und du hast aber die gleiche Ahnungslosigkeit, ja, dann fühlst du dich zerstört. Das heißt, das Problem ist nicht der andere, der mir etwas sagt oder nicht sagt. Das Problem ist, ob ich es weiß. Bin ich blind für das, wie Gott über mich denkt? Oder mache ich auch noch den Fehler, dass ich von Menschen auf Gott schließe? Das heißt, Menschen sind hart zu mir, ungeduldig, unbarmherzig und anklagend und irgendwann fühle ich mich so, als wenn Gott auch so zu mir wäre. Merkst du, wie da das Problem sich zusammenbraut? Und wo das gar nicht so viel mit den Menschen zu tun hat, sondern vielmehr, was sehe ich denn eigentlich? Was erkenne ich denn eigentlich? Bin ich blind für meinen eigenen Wert? Bin ich blind für meine eigene Berufung? Jesus wusste sehr klar, wer er war und was sein Auftrag wäre. Lebst du für Gott oder lebst du mit dich selbst? Das ist der zweite Aspekt, den Jesus hier ganz, ganz klar macht, wo er sagt in Vers 44, wie könnt ihr glauben? Wie kann das eigentlich sein, dass du glaubst, wenn du Ehre voneinander nimmst und Ehre von dem alleinigen Gott nicht sucht? In Vers 41 hat er von sich selbst gesagt, ich nehme keine Ehre von Menschen. Wenn du mich lobst, wunderbar, dann denke ich, dass der Dienst gut ist, aber ich nehme keine Ehre von dir. Wie frei macht mich das, wenn ich keine Ehre nehme von dir? Wie stark werde ich, wenn ich darauf nicht angewiesen bin? Wie schnell passiert das, dass ich mich gekränkt fühle? Weil ich eigentlich Ehre von dir erwarte, suche und brauche. Und denke auch noch, das wäre normal, wenn ich irgendwie unzufrieden bin, wenn du mich schlecht behandelst. Jesus zeigt uns was ganz, ganz anderes. Mein Auftrag ist es, den Charakter Gottes zu repräsentieren, unabhängig, wie ich behandelt werde. Und sich das immer wieder in Erinnerung zu rufen, ist so kostbar.
dass ich verstehe, da gibt es manchmal Dinge, die ein Götze für mich werden. Beziehungen können Götzen und damit Bindungen werden, seelische Bindungen, die mich nicht mehr frei machen, tatsächlich für Gott zu leben. Und wenn ich kritisiert werde oder entehrt werde, hintergangen werde, dann zeigt sich das, ob das eine Bindung ist oder nicht. Dann zeigt sich das, ob diese Beziehung mächtiger ist, meine Identität zu verändern, als das Wort Gottes. Und immer dann, wenn ich merke, etwas hat mehr Macht, mich zu verändern, als das Wort Gottes, immer dann ist es ein Götze. Immer dann ist es eine Bindung, die nicht gut ist. Jesus hat den gleichen Geist in sich leben, wie du und wie ich. Und das ist so herausfordernd, weil ich bei Jesus sehe, dass er so einen klaren Fokus hatte. Dass er sich nicht mal einen Abend in Selbstmitleid erlaubt hat, weil gerade alles so schwierig ist. Sondern er wusste, wer er war. Und das hat er im Gebet in sein Herz tief hineingelassen. Jesus erlebte sehr viel Ablehnung, aber er war nicht abhängig von Menschen, sondern abhängig vom Vater. Und wie schön ist es, wenn solche Situationen, wo wir uns verletzt fühlen, so Situationen, wo wir abgelehnt werden, wenn sie dazu dienen, uns zu erinnern, wie wir eigentlich mit dem Vater leben können. Wie schön ist das, wenn wir uns nicht darin verlieren nur und plötzlich uns wiederfinden, dass wir ein Wort von einem Menschen 25 Mal in unserem Kopf umdrehen, von allen Seiten betrachten. Warum hat er das eigentlich so gesagt? Warum eigentlich nicht so? Was hat er eigentlich damit gemeint? Hey, das war echt fies, was er gesagt hat. Aber wenn er das zu jemand anderem gesagt hätte, manchmal, weiß nicht, ob du dir das schon mal so ging, mir geht das hier und da mal, dass ich merke, Bernd, du denkst über einen Gedanken gerade 25 Mal nach. Und es hat so einen bitteren Beigeschmack, wo ich in Selbstmitleid bin, wo ich in Anklage bin, dem anderen gegenüber, unzufrieden gleichzeitig mit mir und ich habe völlig vergessen, was mein Auftrag ist. Es ist nicht ein Opfer zu sein, sondern es ist ein Diener zu sein. Und immer, wenn irgendetwas oder irgendein Mensch die Fähigkeit hat, mich von einem Diener und Kind Gottes zu einem Opfer zu machen, immer dann ist es ein Götze, der viel mehr Macht über mich ausüben will als Gott selbst. Und das ist vielleicht herausfordernd, wenn ich merke, dass Menschen so viel Macht über mich haben und gleichzeitig so ermutigend, weil ich merke, ja, wenn Menschen, wenn die Worte von Menschen die Kraft haben, meine ganze Identität zu zerstören, wie sehr das Wort Gottes dann Macht, meine Identität ganz neu zu bauen. Als wenn die Worte von Menschen mehr Macht hätten als Gott selbst. Und wie schön ist das, wenn ich jeden Tag mein Herz erbauen lasse, meine Identität erbauen lasse, wer ich bin. Dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin, mit dem Heiligen Geist in sich lebend, aber einen Auftrag habe. Und das ist mein dritter Aspekt. Schafft es die Ablehnung aus mir, der ich ein Kind Gottes bin, ein Opfer zu machen. Immer wenn etwas meinen Fokus von ich bin ein Diener, der in Freude dient, verändert hin zu selbstmitleidigem, anklagendem Opfersyndrom, immer dann ist das ein Götze. Und wir sehen das bei Jesus so krass, wie er, zum Beispiel in Kapitel 5, Kapitel 10, immer wieder mit dem Tode bedroht wird, kritisiert wird, beleidigt wird, entehrt wird. Und im nächsten Kapitel, direkt danach, sehe ich, wie er die Menschen in Not sieht und ihnen dient. Schafft es die Ablehnung, mich zu einem Opfer zu machen? Wir sehen bei Jesus, dass, obwohl er so viel Ablehnung hatte, so viel Kritik hatte, ist er ein Diener geblieben. Hat er seine Identität bewahrt. Hat sich nicht zurückgezogen und ja, jetzt brauche ich eine Auszeit, jetzt muss ich mich zurückziehen, muss mich auch mal verteidigen und ich habe jetzt keine Lust mehr, immer nur abgelehnt zu werden, ist auch nichts. Oder sehe ich, wie Jesus der weitergeht, in Kapitel 11 dann sagt, okay, obwohl da viel Feindschaft ist, ich gehe trotzdem wieder hin nach Jerusalem und erwecke den Lazarus auf, kümmere mich um Martha und Maria. So schön. Lass uns achtsam sein. Und das ist vielleicht ein Schlüssel, wie ich rauskomme aus diesem Opfersyndrom, wenn ich abgelehnt werde. Es ist zu realisieren, der Heilige Geist in mir ist ein Geist, der mich zu einem Diener macht, der mit Liebe und Freude gerne dient. Und verstanden hat, das ist meine Berufung. Und wie schade ist es, wenn die Worte von Menschen meine ganze Berufung zerstören. Ich mich nicht mehr würdig fühle, in die Gegenwart Gottes zu kommen, weil da so viel Scham und Anklage in mein Herz hineingekommen ist. Und ich nicht mehr bewusst bin, dass ich ein Diener sein darf
und ein Diener sein soll, der mit Freude und mit Liebe dient. Das ist nämlich genau das Gegenteil von dem Opfersyndrom, der sich angeklagt und beschämt fühlt. Wie schön ist das, wenn wir nicht erlauben, dass Umstände und Worte von Menschen mehr Gewicht und Kraft bekommen als das Wort Gottes, was uns erbauen und stärken will. Und wie schön ist es zu erkennen, dass wenn Menschen so viel Macht haben in meinem Leben, Gott noch viel, viel mehr Macht haben kann. Vater, ich danke dir, Herr, für dein kräftiges Wort heute. Herr, ich bete, Herr, dass es uns tatsächlich ermutigt und wir merken, Herr, wie du zu uns sprichst, wie du uns erbauen willst und immer meine Berufung vor Augen hast. Du vergisst nie meine Berufung. Unabhängig, wie viel ich versage, wie viel ich sündige und daneben trete, Herr. Du hast meine Berufung, meinen Wert immer vor Augen. Und ich bete, Vater, dass wir lernen, im Gebet diese Berufung so klar vor Augen zu haben, Herr, dass kein Wort von Mitmenschen, kein Wort der Kritik, Anklage oder Unterstellung die Macht hat, dein göttliches Wort zu ersetzen in meinem Herzen. Amen. Amen.